Glas fasziniert, lebt in vielen Farben, gibt Atmosphäre und begleitet unseren Alltag in jedweder Form. Glas ist ein Werkstoff, der Handwerk, Architektur und Industrie begeistert. Menschen, die bereits beim Formulieren in Schwärmen geraten, leben für Glas. Wir haben ein Werkstoff, Glas, das ist so faszinierend, da gibt es so viele neue Möglichkeiten, Produkte zu entwickeln, Verfahren, Funktionen darzustellen. Und insofern sind wir alle hier angesteckt von diesem Thema Glas und wir leben mit Glas und wir lieben das Glas. Reinhard Cordes führt das Unternehmen Frerichsglas bereits in der dritten Generation. Das mittelständische Familienunternehmen gehört zu den führenden Flachglas- und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland. Lieferungen erfolgen im Norden Deutschlands und in den westlichen Teil Europas. Für die reibungslose Verarbeitung und den adäquaten Vertrieb sorgen 160 Mitarbeiter an den Standorten Verden in der Nähe von Bremen und Lüneburg in der Nähe von Hamburg in Deutschland. Mehr als 40 Tonnen Basisglas, das entspricht einer Isolierglasmenge für 70 Einfamilienhäuser, werden täglich verarbeitet. Die Produktpalette ist umfangreich. Verbundglasscheiben, Wärmedämmglas, Showerguard, einem Spezialverfahren hergestelltes Glas für den Dusch- und Badbereich. Klein- und Großaufträge sind immer individuelle Lösungen oder Visionen in Glas. Alles ist möglich. Für die funktionierenden Produktionsabläufe garantiert die morgendliche Teamleiterrunde. Sie ist ein wesentliches Instrument der Mitarbeiterkommunikation. Auch Reinhard Cordes pflegt eine offene Mitarbeiterführung. Ich bin nicht der emotionslose Unternehmer, der schweigend durch den Betrieb geht, sondern ich gehe schon auf die Menschen zu und sage, was ich meine und erwarte aber auch umgekehrt, dass die Mitarbeiter mir sagen, was sie meinen. Ein Unternehmer muss erkennbar klare Ziele haben. Die Mitarbeiter müssen wissen, auf welchen Weg sie mit ihm gehen. Er muss die ganzen Instrumentarien der Betriebswirtschaft beherrschen und er muss seine Mitarbeiter mitnehmen. Ja, er muss sie abholen, wo sie sind. Er muss mit ihnen in Gesprächen, in Diskussionen, auch in Auseinandersetzungen zur Not, um diese gemeinsamen Ziele kämpfen und versuchen, dass alle der Überzeugung sind, das ist der richtige Weg, da gehen wir mit. Die gläserne Fabrik steht seit 2008 und die angrenzende Expansionsfläche ist gekauft. Der Erfolg dieses Investments spiegelt sich nicht nur im Glas, sondern auch in Umsatzzahlen, die inzwischen die 20-Millionen-Marke überschritten haben, wieder. Hinter diesem Erfolg stehen angemessene Unternehmensentscheidungen, die laut Reinhard Cordes nicht immer mit Zahlen, Daten und Fakten belegt sein müssen, sondern durchaus eine emotionale Komponente haben können. Der umtriebige Unternehmer ist visionär. Er sieht seine Produkte in fertigen Bildern und weiß, diese zu vermarkten. Er veredelt nicht nur Glas durch Sandstrahlung, Ätzung, Gravuren, Siebdruck und realisiert die kühnsten Entwürfe. Reinhard Cordes veredelt künftig Glas in eine immer neu inspirierende Idee für bisher unbekannte innovative Anwendungen. Also wir haben ja ein sehr revolutionäres neues Produkt entwickelt, das bislang nach unserer Kenntnis einzigartig auf der Welt ist. Das heißt, wir können gläserne Fassaden zu Mega-Bildschirmen machen, Medienfassaden, und an dem Projekt arbeiten wir sehr systematisch und wir sind zurzeit dabei, die Voraussetzungen für eine Internationalisierung des Unternehmens zu schaffen. In 10 Jahren sehe ich uns als internationalen Anbieter von Mediafassaden auf der Technologie, die wir begonnen haben. Das Unternehmen Frerichsglas will und muss einzigartig sein. Ein Vorreiter, der Alleinstellungsmerkmale sucht. Auch bei der Förderung junger Mitarbeiter bis hin zur eigenen Nachfolgeregelung legt Reinhard Cordes ungewöhnliche Maßstäbe an. Auch sein Sohn Simon Cordes, der bereits international Wirtschaftswissenschaften studierte, wird sich dem unterziehen. Aktuell entwickeln wir einen Familienkodex, der soll Ende des Jahres fertig sein. Da werden die Spielregeln zwischen Familie und Unternehmen definiert. Wer nun ins Unternehmen geht, muss die Qualifikation dazu haben. Da wird es ein Gremium geben, ein Beiratsgremium, das die Anforderungen definiert und prüft. Und es kann nur ein Sohn das Unternehmen und die Verantwortung übernehmen, der auch wie ein fremder dritter Manager qualifiziert ist. Alles andere macht beide Seiten unzufrieden und ist keine Lösung. Verantwortung in puncto Nachfolge, Verantwortung für das Unternehmen und der stetige Blick auf neue Ausrichtungen machen Reinhard Cordes zu einem versierten und begehrten Gesprächspartner.
Der Unternehmer steht für Innovationen, die dem Zeitgeist vorauseilen. Zudem lebt er seit Jahren bemerkenswertes soziales und kulturelles Engagement vor. Für ihn als Unternehmer ist auch das eine Verpflichtung und die große Chance, in der Gesellschaft etwas zu bewegen, vielleicht sogar etwas zu verändern.